Hallo, Servus, seid gegrüßt. Willkommen zurück im LS19 auf der Niederbayern. Am Mittwochmorgen mittlerweile. Ich sage es gleich zu Anfang, ich bin etwas angeschlagen. Das heißt, nein, mein Gute, Halsschmerzen, bisschen, die Stimme ein bisschen kacke. Die Nase läuft oder ist zu, das ist noch nicht ganz raus. Auf jeden Fall bitte ich es zu entschuldigen, wenn ich ein bisschen nuschel oder wenn ich ein bisschen so komisch schwätze oder halt mal gar nichts redet, weil mir der Hals wehtut. Ihr seht es ja auch so, ohne dass ich viel erzähle, was passiert. So, und zwar passiert Folgendes. Der hat es gleich. Den fahren wir gerade selbst zu Ende. Den Kollegen Tiefenlugger hier. Ja. Und dann muss die 21 auch gepflügt werden. Da kann der Steyr gleich weiter rutschen. 20 Stunden hat er drauf. Er ist, ja, ich sag jetzt mal, halb kaputt oder halb intakt. Wie man sieht, ne? So. Das wäre erledigt. Dann fahren wir mal auf unserem selbst angelegten Weg zum Feld 21. Das Spiel möchte ja auch, dass ich hier die Wiese 19 mal pflüge, aber ganz gewiss nicht. So, dann fangen wir hier oben an. Das kann der normale Helfer machen. Der schafft es auch ganz toll. Und, so. Hä? Ist das so spät, Kollege? Ach, da war's schon. Gut. So, dann macht er weiter hier, gell? Wir haben hier einen Fan stehen. Ach ja. Ach, das war ein Auftrag. Uiuiui. Das war aber kein kleiner Auftrag. Da ist er. Ah, du bist fast voll. Das war mit Feld 32. Habe ich das gespeichert, hoffentlich. Bitte. Da ist es. Mach genau da weiter, wo du aufgehört hast, bitte, danke. Ach ja, genau, da war ja das letzte Mal der fast Absturz vom Spiel. Wegen der Inseleinplanung von CP. Hat aber dann doch noch funktioniert. Also geht es dann weiter hier, ne? Ja, hier waren wir schon. Das ist unser Abfahrer für die Mission. Und das muss wohin? Ganz weit weg. Nein, da oben an die. Ja, ist das Getreidemühle, glaube ich, gell? Nee, Getreide AG. Da müssen wir hin. Okay. Ach so, das ist gerade die Mühle, was ich da dachte. Uiuiui. Die Getreide AG ist ja. Okay, ich weiß Bescheid. Ich weiß, wie weit. So, wie voll ist er denn? 83. Na, wenn viel Glück kommt, der fast zu uns. Dann warten wir nochmal, bis er sich meldet. Du, weiß nicht, was machst du? Jetzt fahren wir mal zurück zur Kuhweide. Ob wir da schon was erledigen können. Und dann können wir zu einem Händler mal fahren. Ich würde mir gerne. Sollen wir uns. Wir haben ja Frontlader und Schaufel ist hier da, gell? Es geht mir gerade um die Futtermischung. Mischungen. Ob wir, na helfen mal. Ob wir dann die Ballen reinwerfen und dann mit der Schaufel die Silage auffüllen in den Futtermischwagen oder ob wir die Ballen reinwerfen in den Futtermischwagen und dann mit einer Fräse den Rest reinhauen. Das sehen wir dann. Okay, der Lexion meldet sich gerade. Er möchte entladen werden. Das darf er gleich. Das kann gleich passieren.
Das heißt gleich, es fängt direkt. Naja, er wäre fast da gewesen, ja? Sagen wir so. Was ist das nochmal? Gerster oder sowas, ne? Sowieso ein hoher Ertrag, da ist er sowieso sehr oft voll. Müssen wir oft fahren wahrscheinlich. Jetzt in die Dachluke rein. Ich habe schon erwähnt, dass ich Halsschmerzen habe. Und Schnupfen. Eine Runde Mitleid, bitte. Nee, also ich. Schnupfen, okay, aber wenn ich beim. Wenn ich was trinke oder den. Ja, ich sag jetzt mal Speichel unterschluck oder sowas. Und es kratzt im Hals, da kann ich gerade durchdrehen. Das hasse ich. Und ich bin eigentlich, wenn ich so sowas habe. Ja, ich meine, es gibt tausend, oh liebe Gott, 1 Million Sachen, die viel schlimmer sind als sowas. Aber ich bin eigentlich in dem Zustand schon fast unerträglich. So, der hat das gemacht. Genau. Können wir mit dir runterfahren zur Kuhweide. Ich hätte auch können anfangen einzusehen. Moment. Die Sämaschine steht ja schon unten am Feld. Aber die packt kein einer. Das ist halt so eine Sache, ne? Die packt kein anderer Traktor bei uns momentan als der Steyr. Das ist nicht so toll, ne? Das ist nicht so toll. Halt! Jetzt war ich so ein Gedanken bei der Sämaschine. Ich will doch zur Kuhweide fahren. Voll lecker. Ja, Berg sieht ganz schön interessant aus hier. So. Gerade mal nachschauen, was denn die Tiere, ob sie was brauchen und was sie brauchen. Sauberkeit, Mischration. Okay. War ich so großzügig? Ehrlich. Ja gut, es sind nicht viele, es sind gerade mal 18 Kühe, die wir haben, sehe ich gerade. Da könnte man nur ein paar reinhauen, oder? Oh ja. So, wo war der Trigger hier? Ne? Ah, Moment, zurück. Wie viel habe ich denn? Quatsch, welche habe ich denn? Ach, ich habe verschiedene Sorten, das ist nicht so toll. Ich muss mir so zusammenrechnen immer, gell? Das möchte ich eigentlich nie. Aber gut, dann nehmen wir diese. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Nummer 20 dazu. Oh, da stehen sie, guck mal. Uiuiui. Ganz frisch vom Himmel gefallen. Jetzt haben wir auch einen Grund wieder, genau, Sachen aufzufüllen. Und zwar einiges. Was wir nicht haben wahrscheinlich, gell? Wo war hier das Wasser? Ich glaube hinten hinterm Stall, gell?
Keine Ahnung. Ja, dahin. Ganz da hinten am Hintern des Hofs. Deckel auf. Eingabe, ach so. Aha. Oh, das zieht sich wieder durch. Ich sag's, ich bitte um Entschuldigung, wenn ich mich am so räuspern muss, mal niesen muss, husten muss. Ich hoffe, dass ich schnell genug reagieren kann, dass ich wenigstens beim Niesen die Mute-Taste finde. Ja, also, dann kriegen die Kühe jetzt nochmal ihr Wasser voll gemacht. Dann Strohballen reingehauen, Heu, Silageballen, dass die soweit erstmal zufrieden sind. Ich bin immer gerne dabei und mache die Vorräte für die Tiere voll bis unter die Decke. Da haben wir nämlich einen Moment Ruhe. Und dann kann man dann nämlich das Zeit lassen, ab und zu mal jeden Tag oder alle 2 Tage mal ein, zwei Ballen nachzuwerfen. Und da ist nicht so gestresst alles, ja. Das ist so meine Philosophie. Läuft oder läuft nicht? Läuft nicht. Ist nicht gut. Muss mir dran hängen bleiben. Wusste ich auch nicht, siehst du. Da geht sowieso komplett rein. So wie das ausgesehen hat. Ja, geht auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Aber Wasser ist ja eine Sache, die wir immer haben. Deswegen, wenn der jetzt leer ist, das Fass, dann kann man den erstmal stehen lassen. Na, Bertas. Die Kuh Elsa. Oh ja, das ist auch alt. So, der Lexion scheint, hallo? Fast wieder voll zu sein. Ah, er ist ja fast wieder da, wo er hingehört. Das ist ganz praktisch. Da warten wir, bis er sich gemeldet hat. Dann haben wir hier unseren Pflüger, der auch schon cool, ne? So, und das ist der Abfahrer, ne? Dann sind wir wieder hier. Entschuldigung. Oh. Wasser ist doch fast voll geworden. Na, siehst du? Dann müssen wir nichts mehr holen. Gerade mal was nachschauen. Die 17 haben wir jetzt gedingst und gekirschenst. Gekrubbelt. Ist aber auch gepflügt. Muss nicht gekalkt werden, das ist schon mal gut. Die 16 ist auch soweit cool. Die kann noch gekrubbert werden. Beziehungsweise da können wir eigentlich mit der Direktsaatmaschine, die hier unten steht, anfangen. Das heißt, oh, aber die 21 muss dann gekalkt werden. Alles klar. So, jetzt kann man abhängen, jetzt ist er leer. Na komm, da haben wir hier unseren Fünferfan stehen zum Ballentransport später. Dann holen wir uns mit dem Deutz noch den Kalkstreuer, dass wir das dann komplett abgehakt haben. Dass wir dann die Felder 16, 17 und 21 direkt zusammen, miteinander, nacheinander, wie auch immer, einsehen können. Ich muss nur mal gucken, mit was denn, weil ob ich Stroh brauche oder ob ich Geld brauche. Alles drei wahrscheinlich, ne? Ja. So, der dicke war der Kalkstreuer. Weil, ne, mehr Inhalt. So war es, glaube ich. Ja, das ist auch. Habe ich dann den Kurs schon zum Feld 21 oder sowas?
Ja, danke. Da ist er doch schon. Dann fahr mal bitte dorthin, mein lieber Freund, und sag Bescheid. Dann tanke mal noch ganz schnell jenen ab. Eieiei, ich dachte, der wäre weiter vorne. Gut, liebe Leute an den Bildschirmen, wenn es euch gefallen hat, hier auf den Niederbayern heute am Mittwoch, denke ich, ja, dann unterstützt mich, lasst einen Daumen nach oben da oder lasst ein Abo da, würde mich beide sehr, sehr freuen. Oder haut in die Kommentare rein, wie es denn, ob das okay ist soweit, ob wir was anderes machen sollen, nicht was anderes spielen, sondern, ja, ob das soweit in Ordnung ist, was wir hier vollführen. Ja? Interessiert mich immer wieder. Und warum fährst du jetzt weiter, du Hund? Okay. Also, ne? Sehen wir uns entweder morgen wieder auf der Niederbayern oder später auf einem der anderen Projekte. Macht es gut, bis dahin. Tschüssi.